Ja, und am Hindernis Nummer 1, meine Damen und Herren, da färbt sich schon alles orange, denn in wenigen Augenblicken kommt die erste Mannschaftsfahrerin für die Niederlande. Und Riesenjubel für Nils Grundmann. Ich bin gespannt auf die Zeit im Hindernis Nummer 3. Ja, der war schnell, aber nicht ganz schnell genug. 61,0 von Sekunden. Die Zeit für Nils Grundmann aus Deutschland. Im Hindernis Nummer 3 noch immer die schnellste Zeit durch unsere andere deutsche Fahrerin Sandra Schäfer. 59,63 Sekunden. Und Frauenpower jetzt im Hindernis Nummer 1. Das ist Karin Söderqvist aus Schweden, die jetzt das Hindernis des Hofes Rüttenhagen in Angriff nimmt. Mit ihrem Sportpartner hier mit Why Me ist sie unterwegs und steht mit ihrem großen Motto dieses Jahr, meine Damen und Herren, die Europameisterschaft. Stehen ja vor dem